Fulminanter Saisonauftakt im Haus am Ring. Der 70-jährige Opernstar Placido Domingo begeistert mit Verdis Simon Boccanegra. Das ist wirklich das Schöne, wenn solche Künstler auf der Bühne auftreten, dann vergesse ich total, dass ich verantwortlich bin und nur ein Zuschauer. Wir haben 2300, ich bin nur einer davon. Haben Sie nach so einer langen Zeit auch Gänsehaut, wenn Sie das sehen? Immer noch, ja, immer noch und manchmal auch die Tränen kommen. Spannender Seitenblick hinter den Kulissen gaben uns sein Sohn Alvaro und seine Ehefrau Marta eines ihrer seltenen Interviews. Ein Künstler mit so einer Stimme wie mein Mann gehört einfach auf die Bühne. Als wir uns kennenlernten und er um mich warb, hat er nur für mich alleine gesungen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Jetzt gehört er der ganzen Welt. Würden Sie sich wünschen, dass er aufhört zu singen und wieder mehr Zeit mit Ihnen verbringt? Definitely no. Nein, man darf doch einem Adler nicht die Flügel stutzen. The wings of an eagle. Sie sehen ihm ja verblüffend ähnlich. I am. I think there's no doubt that I'm. Ja, das stimmt. Es besteht kein Zweifel, dass ich sein Sohn bin. Ich bin ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Nur die Stimme, die habe ich leider nicht. Physical, yes, I think I look like him. I have been lucky. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass mich meine Familie so liebt und unterstützt. Es bedeutet mir einfach alles und noch viel, viel mehr. Mit der Straßenbahn ging es dann Richtung Rathausplatz weiter, wo zeitversetzt die Opernaufführung übertragen wurde. Es sind mittlerweile fast 45 Jahre vergangen seit meinem Debüt hier in Wien. Es ist mir leider unmöglich, öfter mit der Straßenbahn zu fahren, weil mich das Wiener Publikum einfach überall erkennt und ich aus dem Autogrammschreiben gar nicht mehr rauskäme. Autogramm bitte. Wien, nur du allein. Barbara!